Guten Abend, Büros. Heute testen wir Bengalfeuer vom Work of Feuerwerk. Die gibt es für 1,50 je Stück beim Action zu kaufen. Ja, die Farben sind rot, blau und gelb, wie man unschwer sehen kann. Jedes Bengalfeuer hat eine NEM von 18 Gramm, wie man hier sehen kann, sind F1. Ja, hier steht die Beschreibung, dass man die auf den Boden stellen soll. Ich habe die auch schon mal getestet und kann nur sagen, ja, stellt sie auf den Boden oder halte sie auf jeden Fall nicht in der Hand, weil fliegen so komische Funken raus und wenn man die abbekommt, das tut weh. Glaub mir. Also ein bisschen an der Verpackung stört, dass die alle in so einem Blister drin sind. In so einem Plastikblister. Ja, sind aber dafür sehr einfach zu öffnen. Ja, einmal rot, blau und gelb. Wir fangen mit dem roten an, dann das blaue und dann das gelbe. Schönes Rot. Schönes Rot. Sehr interessante Geräusche. Und gelb. So, Fazit, die rote und die blaue sind richtig gut für 1,50 €. Die kann man jetzt auf jeden Fall kaufen. Die gelbe, die gehen so. Also wenn ihr sie seht, holt euch die rote und die blaue. Die sind richtig geil vom Burger Feuerwerk. Für 1,50 €. So, das war das Testvideo. Ich hoffe, die Bengalfeuer haben euch gefallen. Ciao, Büros.